So Leute, die letzten Videos habe ich ja gedreht gehabt, habt ihr gesehen, da war es 23 Uhr. Ich drehe jetzt immer noch ein Video für euch, immer noch den gleichen Tag, aber natürlich für euch ein anderer Tag. Und zwar gibt es was, was ich euch zeigen muss, das wird euch richtig brutal wegflexen, sage ich jetzt mal. Und zwar hier einen LED-Untersetzer. Das Besondere ist an dem Ganzen, er hat Laser, wie ihr gesehen habt gerade, und LED. Ich würde mal sagen, ich komme zur Beschreibung. Also wir haben hier auf jeden Fall erstmal ein LED, was zeigt, ob das Ganze sich aufladet. Dann haben wir nebendran einen 5 Volt Akku betriebenen Stecker, natürlich mit Ladeadapter. Also das Ganze wird mit einem Akku betrieben, nicht anders. Dann haben wir nebendran einen blauen Knopf, was den LED in der Mitte ansteuert, der auch verschiedene Farben wechselt. Aber leider kann man die Farben nicht ansteuern. Wenn es noch wäre, wäre es brutal geil. Aber glaubt mir, das Ganze ist auch so geil. Den mittleren LED benutze ich gar nicht. Und der rote Knopf ist einfach der On-Off-Knopf für die Lasershow, weil das Ganze einfach nur mega geil ist, wie ihr seht. In der Mitte haben wir dann so ein Gummi, wo die Shisha drauf kommt, dass das Ganze nicht verrutscht. Auf der Unterseite haben wir natürlich einen An- und Off-Knopf. Wenn ihr off ist, könnt ihr den so laden, mache ich auch immer so, und zum Anmachen betätige ich unten den Knopf und dann könnt ihr nochmal den blauen oder roten Knopf betätigen. Und da haben wir unten noch Lüftungsschlitze und die ganze Einheit, die drin hockt. Was ich noch geil finde, sind die Standfüße, die aus Gummi sind, dass natürlich auch der Tisch nicht verkratzt. Und das Unterteil besteht aus Aluminium, würde ich sagen, ja, und der Rest aus Kunststoff, das Gehäuse. Jetzt zeige ich euch mal das Ganze, wie es beim Rauchen aussieht. Dafür mache ich jetzt mal einfach mein LED aus. Wie ihr seht, die LEDs sind aus und jetzt kommt das Krasseste. Der Laser ist einfach nur so fucking stark, Alter. Das ist einfach nur so heftig. Deswegen eins vorweg, bitte ich euch, das Ding nicht draußen zu benutzen, weil die Laserstrahlen sind echt sehr, sehr stark. Ihr habt schon getestet, wie weit die gehen. Die gehen extrem weit, also nicht, dass ihr dann Flugzeuge und so blendet. Jetzt zeige ich mal, wie das Ganze aussieht, wenn ich rauche. Das ist einfach nur krank, Alter, wie die Laserstrahlen einfach, wie hell die sind, ja. Das ist brutal. Also ich habe den jetzt schon seit 1,5 Monaten, aber habe noch kein Video drüber gemacht, habe ihn erst getestet. Akku hält sehr lange. Ich persönlich lasse natürlich immer das mittlere LED weg, lasse es immer aus. Und das ist einfach so pervers auf Digga Silvester. Meine Familie war da, die waren alle so geflasht von dem Ding. Irgendwer andere, was ist das? Heftig und so. Und das ist der krasseste LED-Untersetzer, Laser-LED-Untersetzer, den es auf dem Markt gibt. Ich würde mal sagen, das ist ein Hightech-Motherfucking-LED-Untersetzer, ein LED-Teller. Der ist einfach nur mega brutal. Und das Krasse ist, wenn ihr noch Spiegellose überall habt, dann reflektiert das alles. Man sieht schon alleine, wie es reflektiert und wie hell das ist, ja. Jetzt kommen wir zur Kostenfrage, ja, meine Freunde. Das Ganze kostet, ich mache mal ein bisschen LED wieder heller. Puh. Das Ganze kostet 55 Euro. Das Ganze gibt es nur in einem Shop. Und zwar bei Shishayu im Online-Store. Wenn ihr Bock habt auf sowas, Leute, gönnt ihn euch. Natürlich ist das Ganze nicht ganz so billig, kostet 55 Euro. Aber, Digga, was soll ich sagen, Mann? Das Ding ist einfach pervers und wenn ihr Bock habt auf sowas, checkt den Link ab in der Infobeschreibung. Ich habe sowas noch nie gesehen, ich weiß mal, wie die Leute auf sowas kommen. Einfach nur pervers. Mehr habe ich nicht zu sagen, pervers, Digga. Ich liebe das Ding. Das macht immer so viel her. Vor allem, wenn ihr so eine geile Shisha habt wie ich, die Hochglanz poliert ist, wie die ATH. Das Ding sieht einfach nur pervers aus, ja. Leute, checkt den Link ab. Das Ganze heißt Laser-LED-Untersetzer. Ihr könnt auch LED-Untersetzer geben, da kommt das Ganze. Aber Link ist wie immer in der Infobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, unten abonnieren. Oben kommt ihr zum letzten Review, was ich geredet habe. Ich gönne mir jetzt noch meinen Kopf Alex von 187.
der übrigens immer noch läuft seit 3 Videos und ich muss sagen, geschmacklich pervers. Peace.